Ja. Raoul hat das Buch geschrieben, Die Technosphäre, ein Essay, und beschäftigt das Thema schon seit seinem Studium, hat er mir vorhin erzählt. Er ist ja gebürtiger Chilene und hat in Chile Theologie und Psychologie studiert. Seinen Doktor hat er in Theologie gemacht. Seit 1964 ist er in München, also er ist einer derer, die in den 70er Jahren hier auch diese starke Bewegung, Solidaritätsbewegung für Chile mit organisiert und mitgetragen hat und seitdem auch viele Lateinamerika-Veranstaltungen mit organisiert und mitgetragen hat, Filmfestivals und dieser ganzen Bewegung natürlich verbunden ist. Vor allen Dingen hat er aber auch 30 Jahre in der Volkshochschule gearbeitet und die Leitung für Psychologie dort gehabt, also die Abteilung für Psychologie geleitet. Und seit 2000 ist er im Ruhestand und konnte sich seitdem seinen Herzensthemen widmen und war auch seitdem ganz für uns bei Attac da und hat jetzt ein Buch geschrieben. Und die Technosphäre und die Leitfrage, die ja auch eben für Fridays for Future wirklich sehr wichtig ist, wie es sein konnte, dass sich die Menschheit auf solch einen beherrschenden, zerstörerischen Weg der Technikentwicklung begeben kann und welche Rolle dabei die Wissenschaft spielt und wie dabei eine regelrechte Technosphäre entstand, das ist ja sein Begriff, und wie wiederum aus dieser Technosphäre eine Anthroposphäre werden könnte, wo wir Menschen wieder die Gestaltenden. Ja, vielen Dank. Einen schönen guten Abend. Und ich danke euch für euer Interesse an diesem Thema und an diesem Vortrag. Es ist vielleicht noch ein etwas rätselhaftes Thema, aber es müsste klarer sein im Laufe des Vortrags und dann natürlich später während der Diskussion, die ich hoffe, sie wird ganz rege. Interessant, dass Renate das Wort Widmung dargebracht hat, weil ich habe auch gedacht, mein Buch ist niemandem gewidmet worden. Ich weiß nicht warum, also wenn man mich fragt, weiß ich nicht. Einfach übersehen worden von mir, dass es häufig so passiert, dass ein Buch gewidmet wird. Das habe ich nicht gemacht, aber diesen ersten Vortrag zum Thema kann ich widmen. Und ich habe gedacht, ich widme diesen Vortrag einem Menschen, der in diesem Gedankengang recht ähnlich war. Und das war Peter Kafka, ein Münchner Austrophysiker, der sich mit Evolutionsgedanken und zu der heutigen Zeit und der heutigen Krise, die Beschleunigungskrise hat er gerade genannt, beschäftigt hat. Ja, und aber natürlich ist dieser Vortrag an Greta Thunberg gewidmet. Ja klar, für die jüngere Generation, die Peter Kafka nicht gekannt haben. Also, was ist die Technosphäre? Wir können feststellen, wenn wir die letzten 200 Jahre anschauen, dass es ein Phänomen gibt, das eine gewisse Konstante darstellt, das ununterbrochen fortschreitet. Und das ist die kontinuierliche Entwicklung des wissenschaftlichen technischen Fortschritts. Mitten in Kriegen, mitten in großen politischen Umwälzungen geht der wissenschaftliche Fortschritt immer weiter. Und wohin führt dieser wissenschaftliche Fortschritt? Zur Bildung einer besonderen Schicht von technischen Objekten auf der Erde, zur Bildung einer Technosphäre, eine Sphäre der Maschine. Auf den Punkt bringt dieser Gedanke ein Text von Günther Anders, der auch eine Inspiration für diese Gedanken war. Er schreibt in seinem Buch Die Antiquiertheit des Menschen, Band 2, jede Maschine hat als solche die innewohnende Tendenz, die Welt zu überwältigen, die nicht überwältigten Stücke parasitär auszunutzen,
mit anderen Maschinen zusammenzuwachsen und mit diesen zusammen als Teile innerhalb einer einzigen Totalmaschine zu funktionieren. Dieses Netz von Maschinen, diese Totalmaschine, ist dann die Technosphäre. Der Begriff baut auf den Sphärenbegriff. Dieser Begriff wurde eingeführt in die Geologie von einem österreichischen Geologen Ende des 19. Jahrhunderts, Eduard Süß. Und er machte auf der Erde vier grundsätzliche geologische Sphären. Unten die Barysphäre, dann die Lithosphäre, das ist die Sphäre der Gesteine. Darüber die Hydrosphäre, das Wasser. Und noch weiter drüber die Atmosphäre, das Gas. Dazwischen die Sphäre des Lebens, die Biosphäre, die allerdings besondere Eigenschaften hat. Diese Metapher des Sphären wurde dann später von zwei französischen Philosophen, Theologen entwickelt, Edouard Leroy und Alain de Chardin, und von einem Russen, Wladimir Vernadsky, mit dem Begriff der Noosphäre. Die Noosphäre ist die Sphäre der Gedanken, also eine rein menschliche Sphäre, die Sphäre der Kulturen. Angesichts von diesen schon entstehenden und entstandenen Begriffen war es naheliegend, von einer Technosphäre zu sprechen, wenn es darum ging, diese umhüllende Totalmaschine zu beschreiben. Dieses Netz von Maschinen, die inzwischen die Erde überwölbt. Die früheste Benutzung des Wortes Technosphäre habe ich gefunden bei einem Philosophen aus Dortmund, Friedrich Rapp. Er hat eine Analyse der Technik, der Philosophie der Technik geschrieben, in München 1878 veröffentlicht. Und neulich, zu meiner Überraschung, ist dieser Begriff aufgetaucht wieder bei einem US-amerikanischen Wissenschaftler, Peter Harf, ein Geologe, der sich mit diesem Begriff des Anthropozäns beschäftigt, an der Duke University in North Carolina. Und da arbeitet er an diesem Begriff, aber mit einem anderen Sinn als in meinem Fall, weil sein Begriff ist viel stärker an geologischen Gegebenheiten verbunden. Er ist ja Geologe und das ist eigentlich seine Gedankenwelt. Um all dies besser zu verstehen, kann man ein großes kosmisches Schema betrachten, das Thomas Mann in den Worten von einer Figur eines Romans von ihm darlegt. Der Roman heißt Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Kuhl. Und da spricht Professor Kuckuck davon, er sagt, es hat nicht eine, sondern drei Urzeugungen gegeben. Das Entspringen des Seins aus dem Nichts, die Erweckung des Lebens aus dem Sein und die Geburt des Menschen. Die erste Urzeugung ist klar, das Entspringen des Seins aus dem Nichts, die führt zur Bildung des Sonnensystems, der Erde, das ist die Geosphäre. Hier herrscht die Logik der unlebendigen Natur. Das, was wir chemisch-physikalische Gesetze nennen, die die Wechselwirkungen von Materie und Energie beschreiben. Bei der zweiten Urzeugung, die Erweckung des Lebens aus dem Sein, da kommt etwas ganz Neues hinein. Es bilden sich dann in der Geosphäre sehr komplexe, kleinere und fragile Gebilde, unstabile Gebilde, die Organismen. Sie sind gegenüber den Kräften der Geosphäre und der anderen Kräften der Umgebung sehr verletzlich. Trotzdem, nicht nur überleben sie, sondern sie erweitern sich und sie bedecken langsam die ganze Erde, die ganzen anderen Sphären, bis tief in die Lithosphäre und bis hoch in die Atmosphäre.
Wie können Sie sich auf diese Weise halten gegenüber diesen Kräften? Weil Sie diesen Kräften nicht widerstehen, sondern Sie benutzen andere Methoden, um mit ihnen fertig zu werden. Sie weichen sie aus, indem sie fliehen, oder sie kompensieren sie. Wenn es sehr warm ist zum Beispiel, ein Organismus wie ich kann so machen und dann verschafft er sich eine Kompensation für die Hitze. Und das ist, was wir Anpassung nennen. Anpassung ist eine wesentliche Eigenschaft des Lebens. So beschreiben das die Biologen, wie zum Beispiel Konrad Lorenz. Die Anpassung ist ein wesentlicher, noch ein Gedanke, die Anpassung beruht wesentlich auf Erkenntnis. Und das ist dieser Gedanke, das ist der Gedanke, der dann Konrad Lorenz ausdrückt in dem Satz: Die Anpassung ist ein wesentlicher erkenntnismäßiger Prozess. Ein anderer Biologe, Umberto Maturana, schreibt: Leben vollzieht sich durch Erkenntnis, die dort allgegenwärtig ist. Warum ist es so? Weil die Anpassung etwas Besonderes verlangt. Die Anpassung verlangt, dass wir die Außenwelt ins Innere des Organismus holen. Und zwar nicht so wie bei der Ernährung, da tun wir es auch so, dass wir die Außenwelt hineintun, aber drinnen dann verwandeln wir das in unsere eigene Substanz. Das passiert nicht mit der Erkenntnis. Bei der Erkenntnis kommt die Außenwelt hinein, bleibt aber Außenwelt, also bleibt als etwas, was draußen steht, was uns in irgendeiner Weise beeinflusst und mit dem wir umgehen können. Und wie wir damit umgehen können, das können wir dank dieser inneren Präsenz der Außenwelt in uns ausrechnen, ausdenken, bestimmen. So können wir unser Verhalten danach richten und auf diese Weise die Anpassung vollziehen. Anpassung befindet sich nicht nur im Umgang des Organismus mit der Umwelt allgemein, sondern auch in einzelnen Teilen, zum Beispiel in den Reflexen, in Retinalreflex und überall, wo Reflexe sind, wo Leben ist, befinden sich diese Prozesse der Anpassung und der Erkenntnis. Ich nenne das in meinem Buch das innere Modell der Wirklichkeit, also das innere Modell der Außenwelt, um das auszudrücken, dass das Außen ist, nach innen kommt. Was hat das zu tun mit der Frage der Technosphäre? Es hat damit zu tun, dass im Prozess der evolutionären Entwicklung von dieser Erkenntnis in den Organismen es plötzlich eine Zäsur auftauchte. Das ist das, was in Europa im 16., 17. Jahrhundert begonnen hat. Es war eine besondere Art der Erkenntnis, eine neue Art mit der Welt umzugehen. Das war die Entdeckung der exakten Wissenschaften. Was war da das Besondere? Das hat auch ein Philosoph oder ein Historiker der Wissenschaften ausgedrückt, indem er gesagt hat: Mit Galilei findet die Idee der Genauigkeit Eingang in das westliche Denken. In der modernen Wissenschaft mit Galilei ist die himmlische Genauigkeit auf die Erde herabgestiegen. Der Artikel, in dem er solche Gedanken ausdrückt, heißt Du monde de l'à peu près à l'univers de la précision, von der Welt des Ungefähren zum Universum der Genauigkeit. Mit Galilei also ist die Genauigkeit in die Welt gekommen. Aber nicht Genauigkeit allgemein gesagt, sondern die präzise Genauigkeit der mathematischen Wissenschaften. Es ist die mathematische Wissenschaft, die sich plötzlich in der exakten Wissenschaften mit der materiellen Welt verbindet. In der antiken Philosophie und Gedankenwelt überhaupt war der Mathematik etwas, was nicht auf die Erde gepasst hat. Deswegen spricht Coiré von himmlischer Genauigkeit.
Die Mathematik gehörte den himmlischen Sphären, deswegen entwickelte sich an der Astronomie oder wurde an der Astronomie angewandt. Mit Galilei kommt das runter in die Materie, in die Erde. Und das ermöglicht dann einen besonderen Umgang mit der Welt, der auf diese Genauigkeit basiert. Das Besondere dabei ist, dass bisher dieses innere Modell, diese Innerlichkeit des Lebens im Umgang mit der Außenwelt, sich immer auf die Anpassung bezogen hat. Es war immer etwas, was einen praktischen Zweck hatte. Wenn Erkenntnis gewonnen wurde, das wurde an was Praktischem gewonnen, an Versuch und Irrtum. Es wurde ein Wissen entwickelt, was dazu gedient hat, etwas Besonderes, besondere Gegenstände in der Welt zu schaffen. Denken wir zum Beispiel an das besondere Wissen von Stradivarius in seinem Kopf, in seinem Gehör, in seinen Händen. Er konnte wunderbare Geige machen, weil er dieses Wissen hatte, das sich auf etwas Praktisches bezogen hat. Bei den Naturwissenschaften passiert etwas anderes. Da ist nicht mehr was Praktisches zunächst mal unmittelbar angestrebt, sondern was die Naturwissenschaften versuchen, ist eine vollkommene Erkenntnis zu erzielen. Also nicht mehr das Ungefähre der Natur, wo wir eine ungeheure Vielfalt haben, wo nichts ist gleich an dem anderen, nichts ist gleich etwas anderem in vollkommener Weise, wenn jemand so ein Tier gehabt hat und dieses Tier ein Hund und dieser Hund stirbt. Man kann sie nicht einfach ein zweites Exemplar holen und so weitermachen, als ob der andere nicht gestorben wäre. Was ganz anderes ist mit den heutigen Geräten, mit einem Auto und mit solchen Dingen, die kann man ein vollkommen gleiches Exemplar sich holen. In der Natur ist das nicht der Fall. Und es ist vielfältig, jedes Element der Welt, der Natur, hat einen Eigenwert, ist etwas Einzigartiges. Damit will die Naturwissenschaft ausräumen. Die Naturwissenschaft will eben in der Welt diese vollkommene Systeme finden, die sich mathematisch verhalten, die nicht ungenau sind, sondern absolut präzise. Dazu muss die Wissenschaft die Welt umformen. Die Natur selber widersteht einer solchen Behandlung. Man kann zum Beispiel, wenn man an Kupfer denkt und man an Strom denkt, man braucht absolut reines Kupfer, man braucht einen Kupferdraht, der absolut gleichmäßig ist, mit dem gleichen Durchmesser über Kilometer. Mit dem Mineral Kupfer, dieses grüne Zeug, was man plötzlich bei den Steinen findet, dann kann die Wissenschaft nicht anfangen. Damit kann man überhaupt kein perfektes, mathematisch funktionierendes System machen. Man muss die Natur bereinigen, vereinfachen und so wieder zusammensetzen, dass sie eben so ein perfekt funktionierendes System bildet. Wenn die Naturwissenschaft das entdeckt hat, wie Galilei und Newton natürlich und die weiteren neueren Wissenschaftler, hat sich da eine doppelte Revolution vollzogen. Einmal eine kosmische Revolution, eine Revolution in der Gesellschaft der Welt, weil es war plötzlich möglich, wirklich mathematisch funktionierende Gebilde in die Welt hinzusetzen. Aber auch eine epistemologische Revolution, also eine Revolution in der Auffassung der Erkenntnis. Die Erkenntnis wurde dadurch nicht mehr, also die hochstehende Erkenntnis, nicht mehr die Eruierung der Gedanken und der Absichten Gottes, zum Beispiel wie für die Theologie. Da ist nicht mehr ein Blitz die Strafe für irgendeine böse Tat oder die Darstellung der Schönheit der Natur oder der Kraft der göttlichen Schöpfung. Sondern was ist ein Blitz? Ein Blitz ist etwas, was
ein Naturwissenschaftler, ein exakter Wissenschaftler, ich spreche nicht gern von Naturwissenschaften, weil die Natur ist das Wenigste, was die Wissenschaften eigentlich wirklich erfassen. Die exakten Wissenschaften wollen aus dem Blitz ein Phänomen, das erklärt werden kann. Und wie erklärt die Wissenschaft das Phänomen? Indem sie das Phänomen nachbaut. Das ist das Experiment. Im Experiment wird dieses perfekte, mathematisch funktionierende, einfache System erstellt. Da braucht man eine Glocke und diese Glocke bringt man einen Pol, man macht eine große Spannung und plötzlich, wenn die Spannung groß genug ist, fällt ein Blitz auf das andere Pol da unten. Dann, jetzt weiß man, dass ein Blitz ist, sagt die moderne Wissenschaft. Also, Erkenntnis ist das, ich komme zum Erkenntnis, indem ich das machen kann. Erkenntnis wird zu einer Machtfrage. Was kann ich machen? Das erkenne ich. Und so hat die Wissenschaft die Möglichkeit eröffnet, in der Welt ein großes System von Systemen zu sehen und zu verwirklichen. Von Systemen, die einfach sind, die bereinigt sind, die mathematisch exakt funktionieren und die unbedingt manipulierbar sind. Diese unbedingte Manipulierbarkeit kann man daran sehen, dass ein System, dessen Verhalten mathematisch beschrieben werden kann, dann wird dieses Verhalten in der Form von Kurven, von Funktionen dargestellt. Da kommen die Kurven so, das beschreiben da die verschiedenen Teile des Systems, wie sie sich verändern im Laufe der Zeit. Nun, bei einer Kurve, es sind stetige Kurven in mathematischer Sprechweise, bei einer Kurve besteht aus unendlichen Punkten. Ich kann jeden beliebigen Punkt erwischen. Ich kann jeden beliebigen Punkt festmachen und mir überlegen, wie erreiche ich diesen Punkt, indem ich andere Variablen auch so manipuliere, dass ich diesen Punkt erwische. Das ist eine fast unbegrenzte Manipulierbarkeit, die die Natur, die exakten Wissenschaften dann ermöglicht haben. Man sieht auch da, dass dieses Experiment nicht nur einen Erkenntnisgewinn ermöglicht, sondern auch eine Technik beinhaltet. Wenn ich das wirklich im Kleinen herstellen kann, dann kann ich überlegen, ja, welche Geräte, welche Apparate kann ich machen, aufgrund von diesem neuen, perfekt funktionierenden System. Und so entsteht, als, würde ich sagen, notwendige Folge von diesen neuen exakten Wissenschaften, eine moderne Technik, die nicht mehr mit im Ungefähren hantiert, die nicht mehr mit Versuch und Irrtum fortschreitet, die nicht mehr gelernt wird, indem über lange Jahre man hantiert und versucht nachzuahmen, was andere gemacht haben. Sondern man kann es systematisch lernen, man kann es auch aufgrund von Kurven, von Mathematik lernen. Und diese neue Technik fängt irgendwann an, tatsächlich sich in die Welt zu etablieren. Zunächst mal war mehr die Technik eine Hilfe für die Wissenschaft, als dass die Wissenschaft eine Hilfe für die Technik gewesen wäre. Da mussten die ersten Wissenschaftler sich Leute suchen, die ganz genaue Geräte zum Beispiel für ihre Messungen, also Handwerker. Also es war noch eine handwerkliche Technik. Aber irgendwann wurde die Mathematik dann, oder beziehungsweise diese neue Wissenschaft, in die Technik hineingebracht und so entwickelte sich die Welt und die Technosphäre, wie wir sie kennen. Die Kontinente wurden dann von Eisenbahnen überzogen. Die Kommunikation wurde über Telegramme und dann über Unterseekabeln. Heute über elektromagnetische Felder, die die ganze Welt umspannen, entwickelt. Und auf diese Weise haben angefangen, diese Geräte der neuen Technik, die Gestalt einer Sphäre. Also es wurde dann die Geosphäre, die Technosphäre gebildet. Übrigens, ich nenne dann
diese Schöpfung der modernen Technik, das technische Gerät. Weil dieses technische Gerät ist das, was uns umgibt, also diese Computer sind, diese Mikrofone, all diese Dinge sind technische Geräte. Selbst diese Glas kann man als technisches Gerät betrachten, weil diese Materialien und die Weise der Herstellung ist alles von Wissenschaft, von hochentwickelten, wissenschaftlich entwickelten Maschinen hergestellt. Also diese wissenschaftliche Technik hat im Grunde genommen fast jede handwerkliche Technik verdrängt, bis auf Kunst und einige Gebiete, wo es noch lebt. Also es muss es sein, also ich würde lieber die Fragen für später. Ja. Also, wie gesagt, diese neue Technik hat immer mehr, immer neuere, immer ausgebautere technische Geräte in die Welt gesetzt und sich immer weiter entwickelt. Was ist der Grund, was sind die Kräfte, die diese Entwicklung vorangetrieben haben? Also ich kann drei nennen, die glaube ich, die sind ziemlich naheliegend. Also erstmals die ungeheuer erhöhte Nützlichkeit des technischen Objekts gegenüber den früheren Artefakten oder natürlichen Gegenständen. Also zum Beispiel die Nützlichkeit eines Autos gegenüber eines Pferdes. Das liegt irgendwie auf der Hand, brauche ich gar nicht so auszuführen. Also, die erhöhte Nützlichkeit hat den technischen Geräten einen Vorrang gegeben, der ihnen ermöglicht hat, die anderen zu verdrängen. Dann die kapitalistische Struktur der Wirtschaft. Die Wirtschaft in unserer Gesellschaft basiert auf individuellen Eigentümern, auf das private Eigentum von Individuen, die irgendwie Maschinen oder Produktionsmittel, Land, Ressourcen besitzen. Weil sie individuell das besitzen, da stehen sie in Konkurrenz miteinander. Weil sie in Konkurrenz miteinander stehen in der Produktion, müssen wir sich ständig am Markt behaupten. Und das führt dazu, dass sie Innovationen produzieren müssen. Das heißt, eine weitere Entwicklung von technischen Objekten, dazu leihen sie sich von anderen technischen, früher bestehenden technischen Objekten oder von den neuen Errungenschaften der Wissenschaft. Und so bringen sie neue Innovationen auf den Markt und können dann für eine Weile mindestens gegenüber der Konkurrenz Vorrang haben und ihre Firmen weiterführen. Wie man sieht, das ist ein sich selbst verstärkender Kreis, also im Grunde genommen ein Teufelkreis, im Grunde genommen eine explosive Entwicklung und darin sind wir verfangen. Also das ist irgendwo das, was wir erleben, dass ständig neue Innovationen produziert werden müssen und ständig neue Innovationen produziert, also angewendet werden müssen. Vielleicht ist es interessant zu wissen, dass im Augenblick zum Beispiel bei der TAG eine nicht immer ganz friedliche Diskussion stattfindet, ob man der Übergang vom Brief zum E-Mail ist natürlich schon von fast allen vollzogen, nicht von allen. Es gibt immer noch TAG-Mitglieder, die kein Internet haben, aber von fast allen. Jetzt ist die Frage, gehen wir von den E-Mails zum WhatsApp, zum Instagram, zum Telegram, zu diesen anderen Dingen. Also die Innovationen sind allgegenwärtig, führen immer ständig weiter und bringen uns allen irgendwo in ihren Bahnen. Ja, das führt eben zu dieser eingangs gemachten Feststellung, dass das, was unaufhaltsam fortschreitet, egal ob es Kriege gibt oder was auch immer, ist der technische Fortschritt. Und wofür führt das auch, jetzt soziologisch und psychologisch gesehen, zu dem, was ich ein technosphärisches Lebensgefühl bezeichnen würde? Das ist so die kulturelle Entsprechung zu dieser wissenschaftlichen oder technischen Entwicklung. Was beinhaltet dieses technosphärische Lebensgefühl? Die Selbstverständlichkeit des Wachstums, also wir wissen, dass gewachsen werden muss.
gewachsen werden muss. Unsere Kinder sind davon abhängig, dass gewachsen wird, damit sie eine Stelle bekommen haben. Selbstverständlichkeit der Innovationen. Wir wissen, was kommt, die selbstfahrenden Autos, die neue Generationen von Handys mit 5G. Alle diese Dinge sind eingebaut schon in unseren Erwartungen. Und die Selbstverständlichkeit des Vorrangs der Innovationen über all dessen, was es früher gab. Das ist auch in diesem technosphärischen Lebensgefühl drin. Wozu hat das geführt? Jetzt komme ich zu einer etwas konkreteren Sache. Also zu dem, was Mitte des letzten Jahrhunderts die große Beschleunigung genannt wurde. Ich komme mit der Zeit ein bisschen, also ich mache ein bisschen schneller. Also, aber hier habe ich Folien, die dann für sich selber sprechen. Also das ist die große Beschleunigung, die ab 1950 vor allem festzustellen ist. Die Technosphäre hat angefangen etwa Ende des 19. Jahrhunderts, als eben diese Überseekabeln gelegt wurden, als über diese elektromagnetischen Felder über die Erde gezogen wurden. Da wurde, sagen wir, die Technosphäre rund. Aber ab Mitte des letzten Jahrhunderts fing eine Entwicklung, da sieht man hier, wo 1950 steht, da beginnt eine rasante Beschleunigung. Ein steiler Anstieg von der Bevölkerung, von dem Bruttosozialprodukt in der Welt, von der Gebrauch von der Produktion von Primärenergie, von dem Düngemitteleinsatz, von der Wassernutzung, vom Transport. Und dann geht es weiter. Die Talsperren, die steigen auch rasant. Die Telekommunikation, das ist noch jünger, sagen wir so. Und das steigt in eine ungeheure schnelle Form. Und das geht natürlich weiter. Von den ausländischen Investitionen, da kommen wir zu unserem Thema, die Freihandelsverträge, die jetzt eifrig von der EU überall geschlossen werden. Das ist dieser enorme Anstieg, eigentlich von 1980, 90, nach oben, nach oben, nach oben, um die Technosphäre im Besitz der reichen Länder weiter zu führen in die dritte Welt, in den Süden. Dann die Papierproduktion, der internationale Tourismus, die städtische Bevölkerung. Ich würde gerne noch doch ein Wort zu dieser Frage der Bevölkerungsentwicklung führen. Das ist ein Problem, was bisher oder eigentlich immer noch denkt man, das erledigt sich von selbst, weil die Leute einfach weniger Kinder bekommen. Das ist auch der Fall in den meisten, in vielen Ländern, aber in anderen immer noch nicht. Und deswegen steigt das weiter. Aber interessant ist trotzdem, die Entwicklung anzuschauen. Und das ist dann, sieht man hier, das ist, also diese Spalte hier, ist die Zeit, die notwendig wurde, um 1 Milliarde Menschen auf die Erde zu bringen. Also die erste Milliarde wurde 1800 erreicht, also hat von Anfang an, also über ein paar Hunderten von Tausenden von Jahren. Die zweite Milliarde 127 Jahre, dann 33 Jahre und dann kommen wir zu einer linearen Entwicklung zwischen 1960 und 2073. Die lineare Entwicklung bedeutet, dass alle 12 oder 13 Jahre 1 Milliarde mehr Menschen da sind. Also nach 12 Jahren, nach 13 Jahren sind 1 Milliarde Menschen mehr da. Ja, dann verlangsamt sich die Geschichte etwas. Und ich meine, dass diese Zahl von 11 Millionen 2000, das ist eine große Frage. Eigentlich gibt es ganz andere Voraussagen auch, die von einer maximalen Zahl von etwa 9 Milliarden reden. Ja, gut, das wird man sehen. Bitte was? Ja, gut, jetzt. Ja, wir haben ja gesehen, wo wir uns jetzt befinden. Da kann man fragen, ja, wie geht es dann weiter?
Und die Frage, die mich dann beschäftigt hat und mit der wir uns sehr wenig beschäftigt haben eigentlich, zum Beispiel bei Attac, wir haben sehr viel Gedanken entwickelt, wie könnte es besser sein, aber wie wird es wirklich sein? Und das ist die Frage, wohin strebt eigentlich die Menschheit heute? Ganz konkret, und zwar nicht unbedingt bewusst, aber jedenfalls in ihrem Tun. Und die Menschheit scheint zu haben eine ganz konkrete, sichtbare Aufgabe. Und das ist, die Technosphäre aufzubauen und zu verdichten. Nicht in Details. Das ist immer noch ungeplant, weil es davon abhängt, was die Kapitalisten alles für Innovationen in die Welt bringen. Aber es entwickelt sich weiter irgendwie mit neuer Technik und immer auf Kosten von Geo- und Biosphäre. Man kann es noch sehen an einigen Entwicklungen, von denen man nicht immer viel spricht, aber die laufen. Zum Beispiel die Atomenergie. Die läuft immer noch, die läuft immer noch. Und wer weiß, es kann sein, dass sie wieder zum Leben geweckt wird, wegen der Klimaproblematik. Wir haben 450 Reaktoren, also die läuft irgendwie weiter. Die Gentechnologie bedeutet die vollkommene Übertragung der Logik der Technosphäre auf das Leben. Also man macht aus den Organismen technische Objekte, die so funktionieren müssten wie Maschinen. Man spricht auch heute von den Algorithmen. Also für Harari, dieser berühmte Historiker, ist ein Organismus ein Algorithmus. Und der Mensch irgendwie, logischerweise, irgendwie auch. Dann eine weitere Entwicklung sind die selbststeuernde, intelligente technischen Objekte, die Autos, Flugzeuge, mal Drohnen, Fabriken, Robotern, Militär und im zivilen Leben. Die Raumfahrt auch, da gibt es große Pläne. Jeff Bezos will 100 Milliarden Menschen, also 1 Billion Menschen irgendwann im Raum haben. Und dafür verwendet er eine Menge von seinem am Amazon verdientem Geld. Gut, die Folgen von dieser Entwicklung kennen wir ja weitgehend schon, also ich will mich nicht viel damit beschäftigen. Man kann, also die ersten Alarmzeichen für diese Folgen sind in den 70er Jahren von Erkenntnis des Wachstums dargelegt worden. Da hat sich aber eine interessante Entwicklung vollzogen, nämlich, dass das Problem war Anfang die Knappheit der Ressourcen. Werden wir genügend haben, um wachsen zu können? Das war die große Frage. Da sprach man von Peak Oil. Es wird nicht genügend Erdöl geben, damit wir wachsen können. Heute sind ganz andere Probleme sichtbar. Nicht mehr die Menge der Ressourcen, sondern wie wir die Erde vergiften. Also wie viel wir emittieren, was die Erde vergiftet. Und was eigentlich noch nicht sichtbar ist, aber was kommen müsste, sind die Auswirkungen des Durchflusses. Also die Technosphäre bedeutet, dass Milliarden von sogenannten Energiesklaven für uns arbeiten. Das sind diese ganze Netz von Maschinen. Und das bedeutet so viel, das bringt so viel durcheinander, dass die Natur überhaupt nicht mehr weiter kann. Also große Teile davon durchaus. Also die Natur wird uns schon auf jeden Fall überleben. Aber große Teile davon gehen unter. Das ist, was Peter Kafka auch genannt hat mit seiner theologischen Sprache, die Einwirkungen der Teufel, des Diabolos, des Durcheinanderwirbels. Also das ist, was wir in der Technosphäre machen und was jetzt vielleicht eine der wichtigsten Folgen von dieser Entwicklung darstellt. Vielleicht noch in diesem Punkt etwas, was für uns wichtig ist, weil wir nun mal eben in einer globalisierungskritischen Organisation befinden. Das ist, die sind ja einige
einige Bilder zu dem, was jetzt wirklich mit der Welt passiert. Das ist ja die Gewinnung von Braunkohl. Aber die Frage der Ungleichheit. Die Welt hat sich im Laufe von dieser Entwicklung aufgeteilt in eine OECD-Welt. Eine OECD-Welt, die friedlich, verhältnismäßig friedlich ist. Die reich ist, einigermaßen gleich ist, also die Gini-Koeffizienten für die OECD-Welt liegen in der Gegend von 40, dagegen im Süden, in der dritten Welt von 50 oder über 50. Also gegenüber dieser friedlichen, reichen OECD-Welt bildet sich oder hat sich ein Süden gebildet, das abhängig ist, das langsam auch von der Technosphäre lebt, aber nicht in der Lage ist, die Technosphäre zu besitzen oder weiter selbst zu entwickeln. Und deswegen, die Abhängigkeit führt dazu, dass sie immer mehr in Hintertreffen gerät. Ja, und deswegen haben wir die individuelle Lösung, die bedeutet, den Süden zu verlassen und versuchen, anzukommen im Norden. Sei es in die USA, sei es in der EU oder wo man irgendwie eine Welt findet, die noch eben friedlicher ist, wo bessere Chancen, wo bessere Lebenschancen bestehen. Gut, was ist die Alternative? Die Alternative ist, was mit diesem zweiten Satz vom Titel beschrieben wird, der Aufbau einer menschlichen Zukunft. Warum spreche ich von einer menschlichen Zukunft? Ist die Technosphäre nicht menschlich? Ja, die Technosphäre ist halb menschlich. Die ist menschlich, weil sie eben diese Möglichkeiten der exakten Wissenschaften benutzt. Und das haben natürlich Menschen entwickelt. Aber die Technosphäre bleibt gefangen in der Logik der Biosphäre. In der Logik dieser zweiten Überzeugung. Der Überzeugung heißt, bedeutet etwas Neues in die Welt bringen. In der zweiten Überzeugung wurde die Biosphäre gebildet und in deren Logik, das ist die Logik der Expansion, das ist die Logik der Konkurrenz. Die Arten expandieren, also Elternpaare kriegen immer mehr Kinder in der Biosphäre. Und die expandieren. Und die kommen irgendwo an Grenzen und die kämpfen gegen diese Grenzen. Und das ist, was wir nachgeahmt haben in unserer menschlichen Gesellschaft. Wir expandieren gegen die anderen Arten, aber wir expandieren auch gegeneinander, indem wir in eine Konkurrenz um die Lebensgrundlagen geraten sind. Das ist der große Beitrag auch von Peter Kafka in seinem Denksystem, dass wir uns gefangen befinden in eine Konkurrenz um Lebensgrundlagen. Und das darf nicht sein, weil die Lebensgrundlagen bedeutet, dass wenn wir die Lebensgrundlagen eines anderen Menschen besitzen, dann besitzen wir den anderen Menschen selber. Also das ist eine versteckte Sklaverei. Und der Aufbau einer menschlichen Zukunft bedeutet, dass man aus dieser Gefangenschaft rauskommt. Deswegen Befreiung aus der Technosphäre. Es wäre dann die vollkommene Verwirklichung von diesen dritten Urzeugen, von der Geburt des Menschen. Es bedeutet, dass die menschlichen Eigenschaften im Unterschied zu den bloß biosphärischen Eigenschaften den Vorrang bekommen. Das heißt, nicht nur dann die Fähigkeit zur langfristigen Planung, sondern auch die Verantwortung und des Lebens in einem ethischen Bereich. Man kennt diesen Ausdruck von Kant, nicht? Eine von den wunderbaren Dingen, die ihn mal wieder zum Staunen bringen, ist das ethische Gefühl bei Menschen. Nun, die Grundpfeiler der kapitalistischen Gesellschaft sind ganz anders aufgebaut. Der Kapitalismus baut auf eine sehr raffinierte, sehr kluge, in einer langen Entwicklung erreichte Verwendung des Eigeninteresses für das Funktionieren des Gesamtsystems. Also nicht nur die Kapitalisten, wie alle funktionieren aufgrund des Eigeninteresses.
Jeder Arbeitnehmer versucht, sein eigenes Interesse zu verwirklichen mit dem besten Arbeitsplatz und mit der billigsten Ware, die er kriegen kann. Sein eigenes Interesse steht im Vordergrund, und mit diesem eigenen Interesse im Vordergrund lassen wir das System funktionieren, weil es ist so gebaut, dass es aufgrund von diesem eigenen Interesse funktioniert. Das ist so etwas wie das Gravitationsgesetz in der physischen Welt. Das ist das eigene Interesse in einem kapitalistischen System. Und es ist so gut ausgebaut worden, die Grundpfeiler, ich nenne sie kurz, das ist der Individualismus, also Eigeninteresse wird individualistisch verstanden, in Konkurrenz, in Privateigentum, in Arbeitsteilung, in Geldwirtschaft. Das sind Grundpfeile dieses Systems. Die sind nicht schlecht. Wir werden sie wahrscheinlich in einer besseren Gesellschaft auch haben. Aber die sind übertrieben worden. Die sind ausschließlich zum Nachteil von allen anderen entwickelt worden. Und deswegen müsste eigentlich eine andere Form des Umgangs mit der Welt, eine andere Art von Gesellschaft, andere Eigenschaften haben. Und da gibt es dann die folgende. Das sind hier, die ein bisschen im Buch ausgeführt werden, aber im Grunde genommen, die sind auch mehr oder weniger von euch bekannt, weil sie auch Teile von anderen solchen Gedankengängen sind. Also zunächst mal das menschliche Maß gegen diese Überdimensionierung in der heutigen Technik. Wir haben es ja gesehen in dieser Maschine. Menschliches Maß. Das ist kleines Schön, also Small is Beautiful von Schumacher. Die Regionalität, ein ganz wichtiger Punkt von diesem Lewis Mumford, der Schöpfer von diesem Wort, die Megamaschine, von der auch ein Buch berichtet. Die Regionalität, also kleine Einheiten, das gehört auch zum menschlichen Maß, wo der Mensch demokratisch sein kann, wo er solidarisch sein kann, wo er die Natur pflegen kann. Aber doch allgemeine Entwicklung, nicht mehr die Teilung in einen Norden mit vollem Genuss der Technik und einen Süden, das abhängig ist von all diesen entwickelten Prozessen im Norden, sondern eine allgemeine Entwicklung, die aber auch eine andere Entwicklung sein muss, also keine technosphärische Entwicklung, sondern eine konviviale Entwicklung. Deswegen der nächste Punkt heißt die konviviale Technik. Konvivial heißt lebensverträglich, also etwas, was mitleben kann mit den anderen Menschen und mit der Natur. Das ist eine Technik, die noch entwickelt werden muss. Das ist eine ungeheure Aufgabe, die wir vor uns hätten. Dann, das führt zu einer neuen Lebensqualität, zu einer neuen Form des Wohlstandes, die wir auch langsam entwickeln müssen. Zu einer neuen Form von Produktion und von Produkten. Und dann, die letzten Punkte sind vielleicht entscheidend, weil sie wirklich ein anderes Lebensgefühl verlangen. So wie für ein technosphärisches, brauchen wir ein anthroposphärisches Lebensgefühl. Das ist ein Gefühl für Wildnis, Erhaltung der Wildnis. Das ist der Ort, wo die Natur sich noch von selbst spontan entwickelt hat, ohne gemanagt zu werden, ohne zu einem Garten gemacht worden sein. Und dann ein Respekt, eine Haltung des Respektes, die geht total ab in der Technosphäre. Da ist alles, was nicht Technosphäre oder ist, ist einfach da, um daraus irgendwelche Materialien zu holen. Also Respekt geht total weg, und das heißt Selbstbeschränkung. Es führt keinen Weg daran vorbei. In der Natur haben wir auch Selbstbeschränkung. Wir haben zwar expansive Arten, die immer mehr sich erweitern wollen, aber zum Beispiel in unserem Organismus. Die Leber, die sich entwickelt, weiß genau, wann sie aufhören muss zu wachsen. Und wenn das nicht passiert, dann haben wir einen Krebs. Und das geschieht überall in der Natur. Überall gibt es eine maximale, eine optimale Größe, und dann kommt eine Selbstbeschränkung. Und diese Selbstbeschränkung müssen wir auch irgendwie einbauen.
Und das ist ihm die Aufgabe, Aufbau einer menschlichen Zukunft. Vielen Dank. Danke, und dann haben Sie das Wort, und solange Sie Ihre Frage formulieren, frage ich gleich eine. Irgendwie aufbauen war jetzt sein letztes Wort, und da frage ich gleich im Anschluss daran, woher kommt die Widerstandskraft? Also wir müssen ja schon Widerstand leisten, auch gegen die Ansprüche, gegen die einzelne Bequemlichkeit, aber auch gegen Machtstrukturen. Also wir müssen auch Widerstand leisten gegen das, was ja schon an expansiven Entwicklung da ist, dass alle gegen alle kämpfen müssen, Standort gegen Standort, und der Mitmensch ein Rivale ist. Also kommt die Widerstandskraft aus einer gehörigen Wut oder aus einem geänderten Bewusstsein oder aus einer spirituellen Entwicklung oder aus mehr Erkenntnis oder aus der Not? Ich glaube, alle diese Elemente haben einen Platz darin. Aber für mich, also Wut zum Beispiel auch, nur muss irgendwo gelenkt werden. Aber trotzdem, die Hauptantwort darauf würde ich sagen, die kommt von dieser besonderen menschlichen Eigenschaft der Verantwortung und der Ethik. Also, es tut mir leid, die Linke des 20. Jahrhunderts hat nicht von Moral und Ethik gesprochen. Da war die Klassensolidarität das Wichtige, und das hat gereicht. Aber heute kommen wir nicht rundherum. Und deswegen haben viele neue Ansätze auch dieses Wort. Zum Beispiel ethische Welthandel von Christian Felber. Also irgendwie eine Verantwortungshaltung und eine ethische Haltung, die sich fragt, ja, was ist richtig und was ist nicht richtig? Da kommen wir nicht rundherum. Und das heißt, wo kommt das her? Kommt in der Überwindung von diesem reinen Individualismus, in der Bezogenheit auf ein Gemeinwohl, in diesem Sinne ganz klar eine Überwindung dieser kapitalistischen Einstellung, alles für mich, ich kümmere mich nur um mich, das ist klar, ich meine sonst. Und dass das auch zu Aggressivität führen kann, das ist auch verständlich, weil wenn die anderen, wenn ich mich so verhalte und die anderen nicht, naja, man würde nicht aus Neid handeln müssen oder handeln sollten, aber durchaus, indem man sagt, also liebe Leute, das müssen wir alle machen und du auch. Ja, wobei man muss sich fragen, was ist sinnvoll, was bringt zum Ziel. Gut, dann haben wir jetzt schon Almut, dann... Ja, herzlich willkommen. Ja. Raoul, wie du den Kapitalismus beschrieben hast, was ihn vorantreibt und wie du die andere Welt jetzt schilderst, lässt ja eigentlich nur den Schluss zu, dass es im Kapitalismus nicht gehen kann. Es sei denn, der Kapitalismus verschwindet. Ich will jetzt nicht über die verfehlten sozialistischen Experimente reden, aber es ist ja immer eine Auseinandersetzung, was ist jetzt wichtiger, uns ethisch werden zu lassen oder alles zu tun, um den Kapitalismus langsam zu zerstören. Wie kriegt man diese zwei mächtigen Anstrengungen nur irgendwie zusammen? Würdest du mir zustimmen, dass im Kapitalismus das, was du jetzt beschrieben hast, einfach nicht möglich ist? So wie wir den Kapitalismus heute sehen, absolut klar. Nur, meine Antwort ist ganz klar an dem Punkt. Ich denke, der Kapitalismus muss bekämpft werden, aber indem man die Technosphäre bekämpft. Also indem wir zum Beispiel die Klimakrise bekämpfen, weil direkt den Kapitalismus zu bekämpfen, würde voraussetzen, dass wir eine Alternative haben, die einleuchtend ist, die erfahrungsgemäß funktioniert. Und das haben wir nicht. Wir haben Alternativen erlebt, die nicht funktioniert haben. Die gibt es immer noch. In Kuba, in Nordkorea, irgendwie, die funktionieren nicht gut. Und das, was funktioniert in
Sozialismus ist China, wo dort sehr viel Kapitalismus auch besteht. Insofern würde ich sagen, die Überwindung des Kapitalismus, die unbedingt notwendig ist, ist Ergebnis von diesem Kampf gegen die Technosphäre und gegen diese Zerstörung. Und da natürlich schränken wir die Kapitalisten ein, was alles sie nicht dürfen werden, wenn wir unsere Ziele erreichen. Das kann man sich kaum vorstellen, deswegen sind sie so erbittert dagegen. Deswegen diese Marktwirtschaft, von der erwähnt wurde, die sind in Sorge. Dass die Organisation Neue Soziale Marktwirtschaft. Die sind in Sorge, dass dieses Gefühl, wir müssen aufhören mit diesem Wachstumswahnsinn und alles, was ich hier beschrieben habe, dass das tatsächlich sich ausbreiten könnte. Das wäre meine Frage. Amen. Ja, ich habe zwei Dinge. Einmal ein Hinweis, der Viktor Schauberger sagt zum Beispiel in einem seiner Bücher, der Begriff Technik kommt ja aus dem Griechischen, Technako, und heißt dort über Vorteil, Betrügen, noch den dritten Begriff habe ich nicht. Das heißt, in dem Wort Technik ist schon eigentlich das Problem verpackt. Das nur als Information, kann ich bestätigen, wenn man da mal drüber nachdenkt. Und nach dem, was hier gesagt wurde. Das zweite ist, Sie haben gesagt, der Natur nachgebaute technische Modell muss manipulierbar sein. Und ich frage, warum? Darin liegt ja schon mein Problem, dass auch damit der Missbrauch einhergeht, meine ich. Also die Manipulierbarkeit des technischen Objekts ergibt sich, weil es entsteht aus der Naturwissenschaft. Also es ist nachgebaut nach naturwissenschaftlichen Gesetzen. Und diese sind Kurven. Und deswegen ist dann klar, dass man alles machen kann, was man sich vorstellt. Das erleben wir ständig. Diese Innovationen, die produziert werden, sind erdacht nicht durch irgendwelche Tüftler, sondern in wissenschaftlichen und technischen Entwicklungsabteilungen. Und da wird alle Ressourcen der Wissenschaft benutzt. Und das führt zu Manipulierbarkeit, ob wir es wollen oder nicht. Das gehört dazu. Ich meine, in der Natur gibt es auch Innovationen. Und wenn die nicht gut genug sind, dann gehen die wieder ein oder verschwinden oder sie bewähren sich. Und in der Technik wäre doch das auch denkbar. Ja, also eine neue Technik ist natürlich denkbar. Ich hoffe, dass sie entsteht. Also vielleicht entsteht sie. Manipulieren ist die Gefahr des Missbrauchs da. Deswegen hat der Peter Kafka, auf den er sich immer gern bezieht, immer gesagt, Technik muss sich bewähren können. Das Schlimme ist ja, dass wir der Technik auch keinen Raum geben, sich im Leben zu bewähren, und dann könnte man sie bejahen oder verneinen, sondern sie wird dann wieder gehetzt von der nächsten Innovation, was wiederum durch den kapitalistischen Wettbewerb bedingt ist. Deswegen ist es ein eingebauter Anti-Evolutionsmechanismus. Sie sprechen von dem Peter Kafka, dem Wissenschaftler, der sich mehr mit Kosmos beschäftigt hat. Okay. Avis? Dankeschön. Ein großes Problem ist diese riesige Kapitalanhäufung und die Verschwendung für Rüstungsausgaben. Was könnte man damit Sinnvolles anfangen? Aber wer bringt diese Herrschaften dazu, umzusteuern? Das Volk hat scheinbar nicht die Möglichkeit zu sagen, Kameraden, so geht es nicht. Ja. Vielleicht habe ich dich da nicht richtig verstanden, aber meine Kritik an deinen Aussagen wäre folgende. Du hast die Linke charakterisiert als eine Bewegung, der die Klassensolidarität vor ethisches und moralisches Handeln stellt. Also das kann ich jetzt so nicht akzeptieren. Karl Marx hat ganz deutlich das Reich der Freiheit dem Reich der Notwendigkeit gegenübergestellt. Im Reich der Freiheit hebt sich die Arbeit auf, also da kann der Mensch, ist der Mensch in sich, und im Reich der Notwendigkeit ist er halt außer sich. Ja, und der Mensch wird in dem Reich der Freiheit auf die rationellste Art und Weise mit dem Stoffwechsel der Natur umgehen. Also der,
und der Stoffwechsel der Natur auf rationelle Weise ist eben keine Ausbeutung weder der Natur noch des Menschen. Also der setzt sehr wohl auch ethische und moralische Prinzipien und alleine durch moralisch und ethisches Handeln, also individueller Konsumverzicht, das ist wunderbar. Aber das wird im Endeffekt nichts ändern. Wir müssen, wenn wir nicht die Machtstrukturen angehen, die du ein bisschen außen vor gelassen hast, dann wird es ganz kritisch. Ja? Ich erinnere nur, also zwei Beispiele nur. Sie haben vielleicht den ganzen Hype da mitgekriegt über die Exzellenzuniversitäten. Ich war lange genug an der Uni beschäftigt und habe mitgekriegt, wir haben versucht, diesen ganzen Bertelsmann-Stiftungswahn mit der Verwertbarkeit von Wissenschaft und Forschung zu hinterfragen. Das war wahnsinnig schwierig, aber das ist der springende Punkt. Es wird diese ganzen Forschungsergebnisse, die technische Entwicklung, die Technosphäre, das ist interessengeleitet, Raoul. Das ist nicht die Menschheit, die das will. Jedem soll es natürlich gut gehen, jeder will, dass es gut geht, aber es ist ein gigantischer Propaganda-Apparat, der den Menschen dieses Mehr an Haben und so weiter auch eintrichtert. Ja? Und diese Struktur zu durchbrechen, das kann ich mit individuellem moralischem Gehabe oder Aktionen zu tun haben, sondern es geht darum, an dem im Forschungsbereich eine, ja, wie soll ich sagen, eine Demokratie einzuführen, eine innerbetriebliche Demokratie. Es wird immer gesagt, Forschung kennt keine Demokratie, aber sie kennt es sehr wohl, weil Forschung natürlich nicht objektiv neutral ist, sondern die folgt irgendwelchen Verwertungsprinzipien. Und das Zweite ist, das haben Sie vielleicht auch schon mitgekriegt, der Vertrag der EU mit Mercosur, das ist der schiere Kolonialismus, der gepredigt wird. Und da taucht die Technosphäre natürlich auch wieder auf. Brasilien, Argentinien werden verpflichtet, Agrarexporte zu steigern. Das heißt, es werden neue Techniken entwickelt, Düngemittel und so weiter, alles was jetzt schon gibt, potenziert. Und Sie müssen Kfz auch importieren, medizinische Geräte, pharmazeutische Produkte. Und das ist, wenn wir da keinen Fuß reinkriegen, wenn diese Entwicklung und diese Machtstrukturen anfangen anzugehen, dann wird alles individuelle Wohlverhalten nichts nutzen. Nur die Frage, wie man dorthin kommt, diese Atmosphäre. Das ist nicht Thema von mir gewesen. Dazu gehört auch die Frage mit den Rüstungsausgaben und diese Geschichte. Das ist nicht ein Thema, was ich weitgehend oder irgendwie besonders behandeln wollte, sondern mehr die ganz allgemeinen Grundsätze oder Prinzipien. Nun, der Punkt, was ich gesagt habe, dass die Linke nicht so sehr auf Moral gesetzt hat, ja, es ist immer die Frage gewesen bei den Linken des 20. Jahrhunderts, eben, geht es um Strukturen oder geht es um Moral? Geht es um politische Gebilde, eben die Strukturen, die Machtstrukturen, die Klassenstrukturen, oder geht es um das individuelle Verhalten? Was eher zu den Kirchen vertreten haben, die wollten die Welt verbessern, indem sie die einzelnen Menschen zu einem guten Verhalten bekehren wollten. Also da, diese Dichotomie, diese sollte überwunden werden. Und das ist, was ich gemeint habe mit dem Begriff von Ethik. Also das ist nicht Ethik nur im Sinne, dass ich individuell mich in der oder der Form verhalte, sondern dass ich eintrete für gerechte Gesetze. Wir leben heute in Demokratien, nicht mehr in autoritären Regimes wie im 19. Jahrhundert weitgehend oder gar Diktaturen oder was auch immer. Und in Demokratien müssen die einzelnen Menschen diese Haltung haben, jede einzelne, also jedenfalls die Mehrheit, weil sonst kommen wir nicht zu den Strukturveränderungen. Also die Strukturveränderungen müssen auch in den einzelnen Menschen nachvollzogen werden, und die sind oft so, dass sie nicht unbedingt das eigene Wohl bedeuten, jedenfalls nicht unmittelbar, sondern das Gemeinwohl und über das Gemeinwohl auch das eigene Wohl. Und das meinte ich mit Ethik, weil es heißt, ja, ich verhalte mich so, weil ich das für richtig halte. Es nützt mir selber vielleicht wenig oder vielleicht sogar nachteilig für mich.
Aber es ist das richtige Verhalten. Das geht. Ne? Das wäre für mich wichtig. Ja. Ich möchte auf ganz was anderes zurückkommen. Ad hoc ist die Gemeinnützigkeit abgesprochen worden. Das ist sowas von daneben, dass man schlimmer gar nicht ausdrücken kann. Und wenn man mal zum Beispiel die Anstalt sich gute Journalisten haben, die gute Recherchen bringen, das war sehr aufschlussreich. Nämlich, wo Gemeinnützigkeit überhaupt nicht angebracht ist und wo das Gemeinwohl gefährdet wird, ist im Militärischen. Die können aber, wenn sie dort spenden, abziehen. Bei Attac kann man es nicht. Und es geht im Moment auch nicht nur um das Klima. Wir stehen davor, dass das Gesundheitssystem zusammenbricht. Wir stehen davor, dass das Justizsache zusammenbricht, weil wir keine Richter mehr haben. Es mangelt überall. Es ist so kritisch im Moment in unserem Land. Und es ist wunderbar, dass es noch Menschen gibt, die wirklich was wagen und den Mund aufmachen. Und die muss man unterstützen. Und nicht dieses Denken, ohne Gemeinwohl geht überhaupt nichts. Und dass die Linke sich gegen das Gemeinwohl richtet, ist wohl auch völlig an den Haaren herbeigezogen. Es gibt israelische Mitmenschen, die durften vor Jahren bei uns noch auftreten. Zum Beispiel Zuckerman, der für Frieden in Israel ist. Der darf nicht mehr auftreten. Frau Merkel steht hundertprozentig hinterher Netanjahu. Was da jetzt wieder abläuft mit dem Niederreißen von palästinensischen Gebäuden, ist wirklich ein Kriegsverbrechen. Da wird nichts passieren. Das ist unsere jetzige Politik und sie ist für mich zum Grausen. Ja, also können wir ja nur sagen. Ja. Applausieren. Ja. Du hast schon mal, ich nehme jetzt, wenn du erlaubst, die dran, die noch nicht haben, Christiane. Also ich finde ganz interessant, dass man die sogenannte Zeit der Aufklärung, die man ja hochjubelt, dass es genau die Zeit ist für mich, wo eben der Bruch erfolgt ist. Das heißt, wir haben uns da von der Natur entfernt und eben in diese sogenannte mathematische Entwicklung. Ich habe es nicht verstanden, wo man hochjubelt? Ja, die Aufklärung ist doch immer das, so. Das Ding, ja. Was man bejubelt und was einfach die Sache ist, gegenüber anderen Kulturen, die eben keine Aufklärung hatten, zum Beispiel. Und ich finde genau diese Aufklärung, also diese Zeit zumindest, nicht nur die Aufklärung hat viele Aspekte, aber sie hat unter anderem auch das hervorgebracht. Und das ist diese Technosphäre oder diese Technik, Technokratie, die macht eigentlich die ganze Erde kaputt. Oh, da muss ich widersprechen. Ja, genau. Ich weiß, dass du widersprechen willst. Ja, weil einfach dieser Kapitalismus hat ja aus dieser Aufklärung auch diesen Scheiß gemacht. Kapitalismus kommt später. Ja, aber trotzdem, die Wissenschaft wurde auch missbraucht. Der ganze Weg, aber das eigentliche, die Aufklärung ist doch viel anspruchsvoller als das, ja, was die Wissenschaft, ist es, der aber, Kapitalismus daraus gemacht ist hat. Ist es, aber das ist der Grundstock. Nee. Nee, du kannst auch einen Grundstock missbrauchen. Ja, okay. Also, die Aufklärung, wir wollen ja nicht so. Ja, genau. Eben, das ist es ja. Du kannst von mir aus die Aufklärung, du kannst sagen, von mir aus ist sie dir nicht spirituell oder sie hat das Heilige verdrängt oder uns fehlt irgendwie ein Umgang mit was weiß ich oder so. Aber der Anspruch der Aufklärung ist doch hochdemokratisch, hochreflektiert, hochreflexiv. Also an der Fähigkeit des Zweifelns orientiert, dass man Dinge hinterfragt. Was kann denn daran falsch sein? Der Anspruch der Aufklärung ist auch, die Erde untertan zu machen. Nein. Ja doch. Ist nicht der Kernbestand der Aufklärung. Das ist jetzt auch ein Baustein, wo schon ein gewisser Missbrauch entstanden ist. Da kann man sagen, okay, das ist auch ein Kind der Aufklärung, aber es ist nicht der Kern. Habe ich nicht gesagt. Aber ich will mich jetzt weiter wieder zurückhalten. Der Ausgang des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Ey, pardon. Da wollen wir doch schon mal festhalten. Sonst ist mir alle nicht hier. Naja, dann haltet man fest. Mündigkeit, ja. Mündigkeit ist das Stichwort. Aber ich meine, du hast total schon recht, finde ich. Denn die Aufklärung, die hat die Land mit dem Aufstieg des Kapitalismus. Ja, aber das kann man auch mal diskutieren, oder?
Ja, diese Parallelität von Aufklärung und Kapitalismus ist ja tatsächlich eine interessante Frage. Jetzt nochmal zurück zu dem Referenten. Würdest du sagen, dass also die Entwicklung der Technosphäre, des Kapitalismus, also von der Aufklärung so flankiert wurde, dass die Aufklärung sich sozusagen da mitschuldig gemacht hat? Ich denke, die Aufklärung ist auch in diesen Prozess der Selbstbeschränkung einzubeziehen. Also es hat irgendwie schon die Keime, in dem, es ist im Grunde genommen ein Instrument gewesen, um Rationalität weiterzuentwickeln. Und das ist, was wir in den Naturwissenschaften gefunden haben. Und das hat zu einer ganzen Reihe von natürlich sehr, sehr bedenklichen Entwicklungen geführt, zum Beispiel genau zu dieser Auffassung, die ist ja, es ist ein bisschen schwierig, das zu finden, wo das Richtige und das Falsche ist. Aber vor allem im 19. Jahrhundert, da gab es diese Vorstellung, die westliche, aufgeklärte, wissenschaftliche Zivilisation ist allen anderen überlegen. Und die große Aufgabe des weißen Mannes ist, diese alten südlichen Menschen und Kulturen wieder auf unserem Niveau zu bringen. Ja, aber war das Teil der Aufklärung? Es war mit ein Ergebnis. Ich meine, der Mensch kann alles Gute auch irgendwie verderben. Also es ist ein Verderbnis der guten Seiten, würde ich sagen. Und die müssen wir wieder zurücknehmen. Inzwischen sind wir auch zu weit, indem wir sagen, das ist immer noch diese Frage, nicht? Wir wollen alle Kulturen gleichmäßig und gleichwertig ansehen. Und was das aber konkret bedeutet, ist eine schwierige Geschichte. Und das gehört zu dieser Selbstbeschränkung. Ja. Du bist dran? Christopher? Ja. Ich sage gerade zu diesem Punkt. Laut. Ja, zu dem Punkt Aufklärung auch. Man sieht heutzutage gerade ein interessantes und sehr erschreckendes Phänomen, dass gerade antiaufklärerische Kräfte, würde ich sagen, Fundamentalisten, besonders religiöse Fundamentalisten, sich verbünden mit den Neoliberalen, weil sie irgendwie komplementäre Interessen haben. Wenn man schaut nach USA, nach Brasilien aktuell, um eigentlich ja die aufgeklärte Welt zu zerstören, also würde ich fast sagen, also zur Ehrenrettung vielleicht von Aufklärung, Mathematik und so weiter, möchte ich auch sagen, dass es viele Mathematiker gab, die gerade, weil sie da nicht mitmachen wollten mit dieser Ausnutzung der Mathematik durch die Technik oder durch den Kapitalismus, die selber große Pazifisten waren, wie Kant oder Hans-Peter Dürr, ne? Also dass die eben sich auch der genau kritische Geister waren wie Hans-Peter Dürr oder sich der reinen Mathematik zugewandt haben, gerade weil sie eben aus Erfahrung auch von Weltkrieg praktisch so etwas nicht indirekt unterstützen wollten. Ja, also das soll ich dazu sagen. Also, gerade die Verbindung, denke ich, also man sieht heute Fundamentalismus, der aufkommt und der Hand in Hand geht mit leider mit dem Wirtschafts-Neoliberalismus. Ja, das ist natürlich eine sehr entscheidende Frage, weil wir an mehreren Stellen das sehen, dass die Kritiker von dieser neoliberalen Verfassung der Welt, die auch eine ganze Menge von positiven Aspekten, also wir genießen zum Beispiel einen Zugang eben zu anderen Kulturen, zu anderen Gegenden und so weiter, und die schätzen wir sie auch. Und die verbinden sich, wenn wir diese neoliberale Verfassung kritisieren, dann wollen wir nicht die positiven, sondern die negativen Seiten kritisieren. Und da aber, weil wir die neoliberale Struktur kritisieren, manchmal klingen wir wie die Rechten. Zum Beispiel in dieser starke Widerstand, den gerade Attac ausgeübt hat gegen die neoliberalen Freihandelsverträge, da kommen wir plötzlich auch mit rechten Kräften, die sie auch nicht haben wollen, weil sie eben nur nationalistisch denken wollen.
Und die wollen dann, weil sie Protektionismus wieder haben, nicht aus den gleichen Gründen, wie wir sie kritisieren, sondern aus Gründen, mit denen wir nicht einverstanden wären, aber in der Sache selber gibt es irgendwie eine Ähnlichkeit. Und dieses Problem werden wir überall finden, oder nicht überall, aber an mehreren Stellen. Und den müssen wir stellen. Und es gibt immer wieder den Punkt, wo wir sagen, wir müssen bestimmte Werte, auf die sie aufmerksam machen, auch retten. Also zum Beispiel Heimat. Ne? Heimat ist wichtig für Rechten, oder das sagen sie jedenfalls. Kann aber auch für uns wichtig sein. Und ich würde noch gerne ergänzen, also weil wir darüber sprechen, Aufklärung, wir wollen eigentlich jetzt nicht gegenaufklärerisch sein. Ich würde auch zum Beispiel sagen, der Kapitalismus ist eben keine Aufklärung. Also Kapitalismus ist unaufgeklärt. Und wenn wir eine aufgeklärte Wirtschaft, ein aufgeklärtes Leben uns wünschen und fordern, dann heißt das eben eine Mündigkeit, das heißt eben angesichts unserer Verantwortungsfähigkeit. Das ist ja der Anspruch der Aufklärung, dass wir unserer Verantwortung gerecht werden, im Angesicht dessen, was wir sehen können. Und das ist die Mündigkeit, die wir wollen. Und dieser Kapitalismus bietet uns keine Mündigkeit. Das ist kein Modell aus der Aufklärung oder wird dem nicht gerecht. Viel Verdunkelung oder Intransparenz. Ja. Weil wir zu weit. Karl, also wir will ich jetzt noch widersprechen. Die Aufklärung wirklich aufgeräumt mit jenen Mythen, dass irgendwo außerhalb der Menschheit Kräfte walten. Ja? Es war eine ganz rationale Philosophie und auch Handlungsanweisung, wie Menschen dachten damals, wie sie handelten. Und diese Rationalität hat der Kapitalismus per excellence durchgeführt. Also die haben sich schon gegenseitig befruchtet. Die aufklärerischen Menschen Rousseau und so weiter wollten natürlich keinen Kapitalismus, so wie er sich dann entwickelt hat, aber so diese, dass sie verlassen auf ein, uns wird es immer besser gehen, der technische Fortschritt war ja damals in dieser ganzen Not durchaus wirklich ein Fortschritt. Ja. Aber er hat sich natürlich in die Richtung entwickelt, quasi der Kapitalismus hat eigentlich die Aufklärung enteignet, in sich aufgenommen. Und das ist aber nicht die Schuld der Aufklärung, weil die Aufklärung war natürlich ein gigantischer Fortschritt, indem die Menschen gemerkt haben, sie sind eigentlich ihres eigenen Glückes Schmied und nicht irgendwelche Mächte außerhalb dieser Atmosphäre. Aber dieser Rationalitätsglaube, der wohnte natürlich beiden Ideologien oder Philosophie oder Denkrichtung schon bei ihnen. Wenn jetzt gerade keiner was sagt, dann darf ich auch was sagen. Ich habe das beim Bergbau zum Beispiel mal nachvollzogen. Also das ist schon interessant, dass früher im Mittelalter haben Menschen gar nicht sich getraut, was abzubauen. Also Rohstoffe aus dem Berg zu holen, weil es heilig war. Und die Aufklärung hat diese Heiligkeit vertrieben. Und dann war also das ein grünes Licht für alle Maschinen, die jetzt also da den Bergbau betreiben und rausholen aus der Erde, was rauszuholen ist. Insofern ging das tatsächlich einher, dass man das Heilige verdrängt hat. Das passte natürlich gut zusammen, aber trotzdem ist doch der Kerngedanke, wie gesagt, die Mündigkeit, also die Verantwortungsfähigkeit. Und dass man sich fragt, was tut man eigentlich? Und das könnte man jetzt mal wieder zurückerobern. Sabine. Ja, Paul, du hast ja zum Schluss so ein paar Visionen gezeigt, wo es hingehen soll und unter anderem auch zu neuer Art der Produktion. Ich bin selber auch in der Forschung tätig und kann das bestätigen, was mein Vorredner gesagt hat von der Uni, dass das alles nur profitgetrieben ist, praktisch die öffentlich geförderte Forschung eine Geldwaschanlage für die Industrie ist, also von wegen freier Wettbewerb. Wir fördern alle mit unseren Steuergeldern dieses Rad, dieses Ausbeutungsrad der Innovation. Und ich war lange Zeit sehr hoffnungslos in dieser Hinsicht, aber was mir jetzt zunehmend ein bisschen Hoffnung macht, das sind eben diese Common-basierte Maker-Szene oder wie es heißt. Ja. Ne? Diese Common-basierte Szene, ja, die sich auch in der Technik breit macht, ja, die Open-Source-Technologie entwickelt und nicht profitgetrieben, sondern
um es allen Menschen zur Verfügung zu stellen, also die Baupläne festzustellen, sodass alle es nachmachen können und so. Das ist so ein kleiner Baustein für einen neuen Umgang mit Techniken, um sie für die Menschheit nutzbar zu machen und nicht für einen Profit. Und das war auch gesagt, wir haben, wenn wir den Kapitalismus überwinden wollen oder bekämpfen, ich sage mal lieber gerne überwinden, es gibt auch nichts. Oder wir haben nichts als Alternative. Ja. Und das finde ich stimmt nicht ganz, weil es gibt diesen dritten Weg der Allmende, ne? So wie es die Oström beschrieben hat, wo das eben auch dabei ist, diese kommunbasierte Wirtschaft, also gemeinwohlorientierte Wirtschaft, wo auch die Technik eigentlich drin Platz finden könnte. Aber ich sehe da ein riesen Hindernisberg, gerade weil sie so stark mit dem Kapitalmarkt verknüpft ist und mit dieser kapitalistischen Wirtschaftsordnung so massiv getrieben wird. Und da denke ich mal, da müssen wir noch viel, viel mehr Widerstand leisten als in anderen Bereichen, wie zum Beispiel Landwirtschaft, wo wir viel mehr Zugang haben, ne? Und vielleicht viel eher den Umstieg auf ökologische Landwirtschaft finden können, wie jetzt in der Technik, auf gemeinwohlorientierte Technik. Danke für diesen Beitrag. Also, ich finde es sehr, sehr gut und richtig. Luma, diese Versuche, weißt du, neue Formen zu finden und zu leben, die gibt es natürlich, aber die verlangen entsprechende Menschen. Und das Problem ist eben, dass wir in diesem technosphärischen Lebensgefühl sind und es sich so verbreitet, dieses Selbstinteresse, dieses Eigeninteresse als etwas, was über alles steht. Und zwar, es ist auch geprägt in Strukturen. Ich meine, deswegen die Gemeinwohlökonomie zum Beispiel, das ist übrigens ein sehr gutes Beispiel, wo ein ganz Kernpunkt im Kapitalismus angepackt wird, nämlich das Unternehmen. Und zwar unter ethischen Gesichtspunkten. Aber Sie wissen, Sie können nicht überleben, wenn Sie nicht Gesetze erreichen, wenn nicht Gesetze da sind, die Ihnen bestimmte steuerliche Vorteile geben, weil sonst gehen Sie unter. Sie müssen an so vielen Dingen denken, die der Konkurrent nicht denkt, dass Sie einfach in der Konkurrenz runterfallen. Deswegen finde ich, dass eine von den wichtigsten Dingen, die wir, wenn wir weiterkommen wollen in diesen Fragen, behandeln wollen, ist die Frage, wie gewinnen wir die Leute? Widerstand leisten muss eigentlich heißen, die Leute gewinnen. Weißt du, mit der Not, also gegen die anderen, weil sie böse sind, weil sie egoistisch sind, da bringt uns nicht zu den Mehrheiten. Wir wollen sie gewinnen. Und das ist die Frage, wie? Wie können wir, dass sie mit uns vibrieren und zusammen was machen? Also jetzt, bevor jetzt Karl zum fünften Mal drankommt, kommst du jetzt aber erst mal zum zweiten Mal dran. Gut. Das heißt, ich bin dran, oder? Ja. Ja. Man kann diese reduzieren, diese ganzen Ideologien oder Kapitalismus oder besser Kommunismus oder irgendwas dazwischen auf das Beispiel mit dem Hammer. Ich kann einen Hammer nehmen, in die Wand den Nagel reinklopfen und ein selbstgemaltes oder ein gekauftes Bild hinbringen. Da werde ich der Funktion des Hammers gerecht. Ich kann aber den kleinen Hammer nehmen, wenn er schwer genug ist und jemand so lange den Kopf beklopfen, bis er krank oder tot ist. Die Frage ist immer die Frage nach der Harmonie. Wir haben jetzt in unserem System, das ist ja sehr wunderbar dargestellt, eine starke Schieflage, die bewusste Menschen längst wahrnehmen, auch dagegen halten. Und jetzt komme ich zu einer Aussage von C.G. Jung, der sagt, eine Sache geht so lang auf eine Seite, in dem Fall auf ihre schlechte Seite, bis das Maß erreicht ist, dass es von da aus in genau die Gegenrichtung kippt. Aber das hilft uns immer noch nicht. Nee. Wir müssen dann die Gegenrichtung einfach in eine Mitte, in eine Harmonie, in eine für alle erträgliche Situation führen.
dass das da gibt, das scheint Naturgesetz zu sein. Aber die Natur denkt nicht, die sagt mir, so geht es immer weiter, jetzt geht man nur auf die andere Seite. Aber der Mensch denkt, der Mensch handelt, und wenn wir das wissen, der hat das vor langer Zeit geschrieben, vor vielen Jahrzehnten schon, hat er diesen Mechanismus entdeckt. Und wenn wir das wahrnehmen, dann können wir ja darauf hinarbeiten. Spätestens, wir sind ja kurz, wie mir scheint, vor seinem Kipppunkt und finden. Danke. Also ich mache es ganz kurz. Das gefragt, wie können die Menschen gewinnen? Ich glaube, dass wir da natürlich kein pauschales Muster vorgeben können, sondern wir müssen zurückgreifen auf das, was real in Betrieben und so weiter in der Gesellschaft passiert. Und das ist zum Beispiel eine, was du schon vorhin angesprochen hast, in der Forschungslandschaft. An der TU, ausgerechnet an der TU und auch an der LMU gibt es zunehmend Wissenschaftler, hauptsächlich die befristet Beschäftigten, die darunter besonders leiden unter diesem Exzellenzwang, die wirklich allmählich sich formieren gegen diese Verwertbarkeit von Forschungsinteressen, die wirklich wieder einen Schwerpunkt auf Lehre legen und nicht nur auf Forschung. Ja? Und das scheint mir, wenn wir in diesen Bereichen, wenn wir da die Demokratisierung der Forschung und der Hochschullandschaft ein bisschen vorantreiben können und bestimmte Gruppierungen unterstützen, bestimmte Bestrebungen unterstützen, das wäre ein gigantischer Fortschritt. Und nur so, glaube ich, können wir wirklich zu einer, mit vielen solchen Beispielen, können wir wirklich erreichen, dass sich ein bisschen was ändert. Zum Beispiel bei den Wirtschaftswissenschaftlern. Ja. Wirtschaft ist ja keine Wissenschaft. Ja. Aber auch Mathematiker, die träumen ja alle auch nur mathematisch. Also die träumen ja auch alle nur von einer mathematisierten Ökonomie. Ja, nach dem letzten Wort also, versuche ich folgenden Gedanken mal zu formulieren. Ich erlebe da eine Tendenz, sage ich mal vorsichtig, des verallgemeinernden Denkens, auf das wir ja angewiesen sind an dieser Komplexität, trotzdem immer also in leicht in sich ausschließende Alternativen zu denken. Da gibt es eine Tendenz, so nehme ich das wahr, ja, glaube ich. Und mir scheint, das wäre für uns ein großer Vorzug, wenn wir versuchen würden, mich eingeschlossen alle, ja, vielleicht von da aus woanders hinzukommen, eher zu etwas, was ich jetzt, sage ich mal, gerade auch mit der Diskussion, Aufklärung und ja, diese Verirrung, von der besprochen wurde, sowas wie ein akupunkturelles Denken, möchte ich mal in so einem Wort, ja, so sagen, ganz genau. Und von da aus ausgehend jetzt, ob vielleicht dann eine Stadt... Das musst du aber jetzt erklären, das ist ja völlig ein neuer Begriff. Ja, akupunkturelles Denken. Ja, das ist ein Ausdruck, weil meine Punkt genauer, weil das war eine Meinung, und das wurde ja deutlich, es gibt offenbar tatsächlich auch, es gibt einfach gewisse, wie sagen, Zusammenhänge oder Wahrscheinlichkeiten zwischen Aufklärung und Verirrungen, ja, aber ohne... In der Pauschalisierung merkt man sofort, wird das völlig schräg und falsch. Dieses Genaue. Und von daher, ob vielleicht eine andere Form, nämlich die Form der Erzählung, des Narrativen vielleicht, für auch das Gewinnen von Menschen und für die Selbstermutigung oder vielleicht auch dann Selbstermächtigung in dem weiteren Prozess von höherem Wert sein könnte, als abstrahierende Denken. Also wenn ich dann so etwas höre wie da oder jetzt eben, ja, dass da Wissenschaftler so, dann geht es mir so, dass ich denke, aha, dann nehme ich Leute diesen Mut, was kann ich denn in meinem Fall vielleicht da, ja, für Spielräume? Das ist vielleicht, da werde ich, denke ich, das lohnt sich darüber nachzudenken, ob das Erzählen von Geschichten doch vielleicht einen ganz schönen Raum öffnen könnte, um uns handlungsstärker. Kann ich gleich sagen, unser nächstes Palaver wird sich, da kommt Julia Fritsche, die Journalistin, deren Buch heißt Tiefrot und Bunt, für eine neue linke Erzählung, also eine Narrativ, leidenschaftliche Narrativfürwörterin. 26. August ist es, glaube ich, haben wir dann gleich das Thema. Raul? Möchtest du antworten? Nö, das ist keine Frage. Nee, Frage. Nee. Also ein Kommentar. Ja. Ich habe kein X hinzuzufügen. Hinten? Ja, genau. Ich habe den Zettel dazugekommen, habe den Vortrag nicht mitbekommen, aber so aus dem Beispiel jetzt gerade so um Source Wissenschaft. Ne? Das
eigentlich eine ganz quante Geschichte ist, also eben nicht mehr dieses, naja, eben, ja, Gewinn, danke, also dass man auch Forschungsfelder nur konzentriert ist, so, wenn ich das richtig verstanden habe, die ja eine hohe Chance haben, dass man da viel Geld daraus schlagen kann, sondern eben, ja, nicht unbedingt geforscht, dass Forschung über Forschung ist. Also, so wie ich Forschung verstehen würde, ne? Also, dass man Neues entdeckt, ne? Also, egal in welche Richtung. Und das mit der Open Source, wunderbare Idee, bloß ich habe da immer diese Bedenken und ich habe auch das Wort Absorber, Simon hat gerade vorhin gehört, von wegen Aufklärung, dass die absorbiert werden, worden wird vom Kapitalismus. Und in das, gerade im Open Source Bereich, nehmen wir mal das Beispiel Linux, Android, da wird, wurde ein Open Source Betriebssystem, da wurde jetzt nicht das Rad neu erfunden, das war wieder ein anderes Betriebssystem. Es gab ein Gott-Betriebssystem. Aber das wurde wiederum von Google absorbiert und jetzt trägt fast jeder sein Android-Phone oder sein Android-Tablet mit sich rum. Ne? Und da hat dann Google wieder so sein eigenes Gewurst drumherum gemacht und das ist jetzt halt einer der reichsten Konzerne. Und ja, und wie man die Leute dazu bringt, also ich bin der Meinung, wenn ich jemanden sehe oder eine Gruppe sehe, die glücklich ist, die gut miteinander auskommen, die einfach eine gute Zeit miteinander, ich rede jetzt nicht von Org oder sonst was, sondern einfach eine gute Zeit miteinander, das bringt die Leute zum Nachdenken. Hey, das würde ich auch gerne erleben. Weil sowas wäre ich auch gerne mit dabei. Und das ist meiner Meinung nach das, was am besten wirkvoll. So, also ich glaube, die Antworten kommen auf dem Publikum am besten. Weil, ja. Ja, noch Antworten? Ja, ich bin jetzt aber nicht Herr Wissenschaftler, aber was mir auffällt, ist ja, dass die Leute, die hier sind, die ich merke, alle sehr wissenschaftlich, auch beruflich tätig sind, ja auch in einer Welt leben, die genau diese Entwicklung vorantreiben, weil in anderen Ländern, wo die Leute nicht so entwickelt sind, industriell oder technisch, leben die Leute ja noch ein anderes Leben und können gar nicht die Welt so negativ beeinflussen, dass sie in diese Richtung hineingehen, weil sie gar nicht diese Kompetenz, die Macht und die Bildung haben. Und insofern finde ich, das muss doch auch eine enorme Angst hier stecken in uns, weil wir alle so hochgebildet sind und die Welt aber dann so bedrohlich machen können. Denn ich meine, wenn ich doch in der Wissenschaft bin, warum weigere ich mich in die Sache, in die Richtung entwickle ich meine Sachen gar nicht? Tja, die Verstrickungen. Also, da kommen wir jetzt auch nochmal zu dem 20. September, ne? Da bin ich jetzt echt gespannt. Die Verweigerungs-, das Verweigerungspotenzial von all den Leuten, die ihre Familie ernähren müssen mit irgendeinem Pöstchen, von den vielen Menschen, die irgendwie in ihr Reihenhaus, ihre Wohnung, ihre Mieten nicht mehr zahlen können, die sich das nicht leisten können, einfach zu streiken oder so. Also, oder eben in, an Posten wie der Sven Flöger an einer Stelle sitzen, wo sie vielleicht die Angst haben, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren. Also das, finde ich, haben diese da in dem Manifest sehr gut ausgedrückt. Wir sitzen wirklich alle dick und fett da auf diesen, in diesen eigentlich weiter so Wohlstand. Und da bin ich unheimlich gespannt, wie groß dieses Widerstandspotenzial jetzt ist und wie viele Menschen den Mut aufbringen werden im öffentlichen Leben, auf den Bauernhöfen, in den Fabriken, zu sagen, wir stellen uns hinter die Kinder und bleiben jetzt wirklich mal fern und setzen ein Zeichen. Also bin ich echt gespannt. Das ist doch, also ich halte das für extrem naiv, ohne in die Betriebe zu gehen und dann das vorzubereiten, soll doch kein Mensch streiken oder sowas. Ja, aber das kann man doch jetzt tun, bis 20. September ist ja genau Zeit dafür. Du kannst doch in die Betriebe gehen. Naja, aber das kann ja nicht ich alleine machen. Das muss ja, das muss ja, aber das können auch nicht die Kinder allein machen. Von den Initiatoren ausgehen, ich kann doch nicht zu einem Generalstreik aufrufen oder in den Betrieben. Ach, entschuldige mal. Aufrufen schon, und jetzt müssen wir natürlich in die Betriebe gehen. Klar, das ist ja genau das, was Sie sagen in dem Manifest. Die Kinder brauchen jetzt auch die Erwachsenen. Wir haben den aufgenommen zu den Betriebsschulen, zu den Personalwelten. Na, das muss jetzt eben alles geschehen, dass diese Kinder, die sagen uns doch, wir brauchen euch. Wir können hier nicht freitags auf die Straße gehen und da kommt keiner von den Erwachsenen. Deswegen sind jetzt die anderen gefragt und da müssen wir jetzt eben auch in die Betriebe gehen und zu den Gewerkschaften. Ich
Also ich habe das Gefühl, die Debatte wird auch theoretisch. Ich glaube, in der Zukunft, oder jetzt, wenn es darum geht, große Menschenmassen zu überzeugen, und letztlich ist das, was zählt, wenn zum Beispiel Wahlen stattfinden, dann wird es wahrscheinlich weniger um theoretische Debatten gehen, sondern wahrscheinlich wird die Frage sein, was ist die Alternative, die ihr euch vorstellt? Und ich meine, im letzten Film waren ja einige Ideen gestanden, wie eine bessere Welt aussehen könnte, sozusagen. Ich glaube nur, wenn man keine konkreten Alternativen hat, so wie es vor Jahrzehnten der Sozialismus war, der aber sich nach meinem Verständnis als kompletter Irrtum erwiesen hat, wenn man keine konkreten, und zwar realistischen Alternativen anbieten kann, dann gewinnt man keine Wähler. Und wenn man keine Wähler gewinnt, dann ändert sich nichts. Und es ändert sich wahrscheinlich die Welt nicht dadurch, dass ich irgendwo in der Firma gehe und Generalstreik ausmache. Das ist das eine. Und das andere, was ich glaube, ist, in der Zukunft, wir haben es gesehen, in 20 Jahren werden noch viel mehr Menschen auf der Erde leben als jetzt. Die müssen ernährt werden. Und zwar mit funktionierenden Systemen. So oder so. Und danach werden die Leute, die diese Bewegung unterstützen sollen, auch fragen. Also, worum es jetzt geht bei diesem Aufruf, ist eine punktuelle Sache, die irgendwie bei den Leuten ansetzt an einem völlig unerwarteten Punkt. Das ist der Punkt, wo sie ein Gefühl haben für ihre Kinder. Also im Grunde genommen, das Wort Liebe passt in diesen Punkt. Also es wird allen Erwachsenen gesagt, liebe Leute, die Kinder streiken für ihre Zukunft. Und wollt ihr sie alleine lassen dabei? Wollt ihr sie einfach in Regel stellen lassen oder wollt ihr euren Teil dafür machen? Und das trifft natürlich jeden über alle möglichen Kanäle. Ich glaube nicht, also die Idee von Karl natürlich, dass irgendeine Partei oder Gewerkschaftsgruppe in die Betriebe geht, über Personalräte und so weiter, so einem Streikaufruf, finde ich gar nicht schlecht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass ein Kollege einfach, weil seine Kinder betroffen sind, seinen Kollegen sagt, also liebe Leute, ganz unabhängig von Personalräten und von Gewerkschaften, hier sind wir getroffen an einem Punkt, der uns alle angeht in einer Weise, die nichts zu tun hat mit Kapitalismus oder Sozialismus oder sowas noch, sondern um eine ganz konkrete Frage. Kommt ein Gesetz in diesem Jahr, wie das gefordert wird, das in irgendeiner Weise die Emissionen einschränkt? Darum geht es in diesem Augenblick. Und das meine ich. Also das ist eine sehr beschränkte Zielsetzung, wenn man an eine Überwindung des Kapitalismus denkt. Aber es ist trotzdem äußerst wichtig und das ist, was jetzt ansteht. Und es ist auch ein Weg, ein Schritt in dieser Überwindung, weil bis dann passiert, müssen so viele kapitalistische Reflexe und Instinkte und Beschlüsse konterkariert werden, dass es ein enormer Fortschritt wäre. Man sieht es an dem Widerstand. Und darf ich auch nochmal bitte den Kollegen nachfragen, der gerade sagt, es gibt keine Alternative. Ich fühle mich da als Attac-Frau immer etwas getroffen, weil ich finde, dass Attac sehr viele Alternativen bieten. Also wenn du die Attac-Homepage aufmachst, kommen die ganzen Alternativen vom ethischen Welthandel bis zur Reform der ökologischen, also die Ökologisierung der Weltlandwirtschaft, die Konzernbesteuerung anders strukturieren, ein demokratisiertes Bankenwesen. Da hast du die ganze Palette und da kommen mir die Tränen, wenn immer jemand sagt, oh, wir haben keine Alternativen. Wir haben die Alternativen. Ich leide sehr darunter, dass sie leider komplex sind und nicht so für populistische Wahlkämpfe geeignet. Aber für mich sind diese Alternativen in unseren Dossiers, Forderungen, Kampagnen genau die, die wir brauchen. Und die sind da. Und ich danke euch für die Diskussion. Ich danke dir, Raul, für den Input und für die Inspiration und deine wirklich sehr grundlegende Arbeit. Die kann man ja auch noch...